Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Fast zwei Wochen haben die Beschäftigten im privaten Busgewerbe gestreikt. Für höhere Löhne, für angemessene Pausenzeiten, für mehr Wertschätzung für ihren anspruchsvollen Beruf. Und das war eine schwere Zeit für viele Menschen, die auf Busse angewiesen sind. Und trotzdem hatten viele Fahrgäste Verständnis für die Streikenden. Ich freue mich, dass heute Betriebsräte der Busunternehmen, Busfahrerinnen und Busfahrer und der Verdi-Streikleiter auf der Besuchertribüne zu Gast sind. Und ich will herzlichen Glückwunsch sagen zu einem erfolgreichen Streik, zu der hohen Beteiligung. Das Schlichtungsergebnis sieht hohe und deutliche Lohnsteigerungen vor. Das haben die Busfahrer erkämpft, und das ist auch mehr als verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn Busfahrer ist ein fordernder Beruf. Fahrgäste befördern, Auskünfte geben, Fahrkarten verkaufen, Arbeit im Schichtdienst am Wochenende und an Feiertagen. Und deshalb heute ein Dank an all die, die diesen Beruf in Hessen ausüben. Der Streik kam nicht aus dem Nichts. Er hat eine Vorgeschichte. Und genau hier liegt die Verantwortung des Landes und der Politik. Seit etwa 20 Jahren werden in Hessen im großen Stil Busverkehre an private Unternehmen ausgeschrieben. Viele Stadtwerke mit Busbetrieben und Unternehmen, die anständig bezahlten, konnten diesem Kostendruck durch die Ausschreibung nicht standhalten. Der Wettbewerb um den billigsten Preis fand auf dem Rücken der Beschäftigten statt. Kommunale Billigtöchter wurden gegründet, europäische Konzerne drängten in den Markt. Und von Ausschreibungsrunde zu Ausschreibungsrunde wurden die Angebote knapper kalkuliert, die Umläufe optimiert. Klingt gut, bedeutet aber z.B., Busse stehen kaum noch an den Endstationen, die Fahrer müssen ihre gesetzlichen Pausenzeiten irgendwo am Waldrand machen, ohne Toilette und unbezahlt. Das ist die Praxis in vielen Betrieben. Geteilte Schichten, wie es der Fahrplan gerade erfordert. Geld gibt es nur, wenn der Bus rollt. Und ich war während des Streiks in einigen Unternehmen, und einige Fahrer haben mir erzählt, wie ihr Alltag aussieht. Morgens eine Schicht, abends eine Schicht und dazwischen Taxi fahren, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ja, viele Busfahrerinnen und Busfahrer in Hessen gehen nach Dienstende einem zweiten Job nach. Sie haben 14-Stunden-Tage und mehr. Und vielen Busfahrern droht trotzdem die Altersarmut, weil ihre Rentenansprüche so gering sind. Und ich finde, meine Damen und Herren, das sind unhaltbare Zustände. Und das ist auch sicherheitsrelevant. Und es wird der hohen Verantwortung nicht gerecht. Es geht um die Sicherheit der Fahrgäste, um die Sicherheit der Schulkinder. Wir brauchen gut qualifizierte, ausgeruhte und angemessen bezahlte Busfahrer. Und es ist doch kein Zufall, dass Busfahrer verzweifelt gesucht werden. Das liegt doch nicht am Fachkräftemangel. Nein, das liegt an den unattraktiven Bedingungen in Hessen. Bisher lag der Stundenlohn in Hessen bei 13,50 €. Zum Vergleich, in Baden-Württemberg sind es 16,60 €. Und dass die Abwärtsspirale in diesem Unterbietungswettbewerb mittlerweile ausgereizt ist, merkt man doch immer wieder, wenn in Hessen ein Anbieterwechsel stattfindet. Oft war das eine Katastrophe für die Fahrgäste. Vom Personal- und Fahrzeugmangel war in der Presse zu lesen, von Busfahrern, die ihren Weg nicht finden und Fahrgäste nach dem Weg fragen müssen, von Bussen, die morgens nicht mehr kommen, weil das Unternehmen plötzlich pleite ist, weil zu knapp kalkuliert wurde, um im Wettbewerb das billigste Angebot abgeben zu können. Und exemplarisch war doch das Chaos um die Verkehrsgesellschaft Mittelhessen, die von hessischen Mittelständlern gegründet, zwischenzeitlich von der niederländischen Staatsbahn aufgekauft, 2013 dann von einem Schweizer Finanzinvestor übernommen und bald darauf in die Pleite geschickt wurde. Alleine diese Vorgänge zeigen doch den Irrsinn in diesem Sektor und wohin diese verheerende Privatisierungslogik führt, meine Damen und Herren. Und noch einmal, das ist alles Folge. Diese Zustände sind Folge von politischen Entscheidungen. Warum etwa sind die Straßenbahnfahrer in Hessen selbstverständlich an den öffentlichen Dienst angelehnt, und für die Busfahrer soll das nicht gelten? Ich sage, Busfahrer müssten doch eigentlich städtische Beschäftigte sein, und zwar zu den Bedingungen des öffentlichen Dienstes. Der Weg der Ausschreibung im ÖPNV hat nur Verschlechterungen gebracht. Er hat zu deutlichen Lohnsenkungen geführt. Er hat zu einem Massensterben mittelständischer Verkehrsunternehmen geführt bei wachsendem Einfluss internationaler Konzerne. Das ÖPNV-Angebot stagniert derweil. Die Fahrpreise befinden sich im bundesweiten Vergleich auf Spitzenniveau.
Wir wollen die Verkehrswende, und dafür brauchen wir einen Qualitätsbusverkehr als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge in der öffentlichen Hand. Und wir freuen uns, ich komme zum Schluss, wir freuen uns mit den Busfahrerinnen und Busfahrern über ein Schlichtungsergebnis, das einige der krassesten Schäden lindert. Aber viele Missstände bleiben. Und langfristig werden die Arbeitsbedingungen nur dann sich grundlegend verbessern, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen ändern, wenn der ÖPNV-Betrieb als öffentliche Aufgabe endlich wieder in der öffentlichen Hand liegt, meine Damen und Herren. Vielen Dank.